Rosmarin Wüst hat häufig ohne die nötige institutionelle Absicherung, Abstützung im Rücken gekämpft, kämpfen müssen, das darf man so sagen. Das hat nebst vielen Gesprächen ein grosses Verhandlungsgeschicht vorausgesetzt und das hat Rosmarin Wüst, weiss Gott, gehabt und hat es heute noch. Dutzende von Häusern, das darf man sagen, sind dank ihrem Einsatz restauriert und umgenutzt worden. Wichtige Bauten haben mit viel Einsatz gerettet werden. Zum Beispiel, natürlich als Herisauer sage ich das, als erstes der Baumgarten, zusammen natürlich mit dem Mitstreiter, mit dem Joachim, mit dem verstorbenen Joachim Auer, dann aber auch das Gätzihaus in Urnäsch, die hölzerne Gitterbrücke über den Rotbach mit Tüfen und natürlich auch das geschichtsträchtige Haus Freihof im Dorfkern Heide, um nur einige wenige zu nennen. Die Rosmarin Wüst, das darf man sagen, hat immer hartnäckig, unermüdlich, leidenschaftlich, natürlich auch immer Bart mit grosser Sachkunde und taktischem Geschick gekämpft und das erst noch meistens erfolgreich. Was sie sich in den Kopf gesetzt hat, hat sie fast immer zu Ende geführt und erreicht. Und da haben wir natürlich das leuchtende Beispiel hier im dritten Stock, das Grubenmann-Museum, wo ein handfester Beweis für die Hartnäckigkeit ist. Die Rosmarin Wüst hat unbestrittenermassen viele, viele Spuren hinterlassen in unserem Kanton, aber auch über Grenzen vom Kanton raus als Botschafterin, als wichtige Botschafterin gewirkt. So viel Einsatz strahlt aus. Der Wackerpreis für Geiss, der Schokitaler für Trogge, aber auch die Errichtung und der Betrieb der Grubenmann-Sammlung und die nationale Vortragstätigkeit haben viele, viele Leute auf unserem Kanton aufmerksam gemacht. Und zieht heute noch viele Architekten, Ingenieure, Kulturinteressierte nach Ausserrhoden. Das erst recht seit im vergangenen Sommer das einzigartige, das dürfte man sagen, das einzigartige Grubenmann-Museum hier im Zeughaus Tüfen eingezogen ist. Drittes und letztes Stichwort, die Rosmarin Wüst als Sammlerin und Vermittlerin in Sachen Grubenmann. Man nennt sie ja landläufig Madame Grubenmann, das ist weiss Gott gerechtfertigt. Die Rosmarin Wüst hat über viele Jahre hinweg alles zusammengetragen und später inventarisiert, was mit der Grubenmann zusammengehangen hat und auffindbar war. Pläne, Holzmodell, Arbeitsverträge, Abrechnungen, Berichte von Zeitgenossen, Druckgrafiken, Fotografien, Planaufnahmen und so weiter und so fort. Immer wieder hat sie mit ihrer rastlosen Suche bis anhin unentdeckte Dokumente aufgestöbert, entdeckt. Sie kennt auch jeden Bau, das darf man sagen, von dieser berühmten Baumeisterfamilie in- und auswendig. Es überrascht deshalb nicht, dass Rosmarin Wüst bei der Instandsetzung von Grubenmann-Bauten in der ganzen Ostschweiz und auch über die Ostschweiz raus immer wieder beizogen worden ist. Und mit dieser gleichen Leidenschaft und durchschlagendem Erfolg hat sie in den letzten Jahren, man muss sagen, bereits im fortgeschrittenen Alter, zusammen mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern die finanziellen Mittel zusammengebracht, wo die Eröffnung und der Betrieb vom Grubenmann-Museum überhaupt erst ermöglicht haben. Damit ist sichergestellt, dass das beeindruckende, grossartige Lebenswerk von der Rosmarin Wüst fortgeführt wird. Mit grosser Freude und Überzeugung darf ich dann im Anschluss auch die Laudatio im Namen vom Regierungsrat der Rosmarin Wüst den Kulturpreis 2013 vom Kanton Appenzell-Ausserrhoden überreichen. Für ein Lebenswerk, das seinesgleichen sucht und wo im Kanton bleibende Spuren hinterlässt.